Hallo und willkommen bei Let's Play Lego City Undercover. Ist mal wieder Zeit, dass ich hier meine Wii U entstaube. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn dieser kleine schwarze Kasten, der hier neben dem Fernseher steht? Aber jetzt ist ja mal ein neues Spiel rausgekommen. Und ich glaube, das könnte wirklich ein Spiel sein, für das man die Wii U mal wieder auspacken kann. Ich will jetzt mal noch kein vorzeitiges Fazit hier abgeben, aber wir wollen einfach mal schauen. So, jetzt auf den nachher Ladebalken. Mal gucken, wie lange hier laden wird. Ich habe jetzt auch nur mal schnell reingeschaut vorhin, ob man was installieren muss, ob man die Sprache wie auch einstellt. Sonst habe ich jetzt auch noch weiter gar nichts vom Spiel gesehen. Ich habe mich auch zurückgehalten, auf YouTube irgendwie viel von dem Spiel anzuschauen. Ich habe den Trailer gesehen und dann habe ich bei den beiden Jungs von GameTube reingeschaut. Die haben es ja auch schon angezockt. Habe ich aber nur eine Folge gesehen, weil ich mir nicht so viel der Story entgehen lassen wollte. Vorwegnehmen lassen wollte man nicht. So, hier sehen wir schon unseren Hauptcharakter, Chase McCain, der ja auch hier in der Spielebox als Figur dabei war. Langsam mache ich hier eine Sammlung auf hier. Legolas habe ich schon mal. Und Lego Herr der Ringe. Und jetzt hier Chase McCain. Grünkopf. So. Machen wir hier mal gleich ein neues Spiel. Dann speichern. Und der Titel mache ich euch mal an, damit ihr mal die anderen Titel lesen könnt. Und jetzt. Okay. Dann gespeichert. Und dann geht es hoffentlich auch gleich los. Ja. Änderter Ladevorgang. Was ich jetzt leider nicht machen kann, ist hier den Gamepad irgendwie aufnehmen. Müssen wir so gehen. Im Moment ist der aber ähnlich spannend wie der Bildschirm hier. Man sieht nämlich nur einen Ladebalken. Und ich kann euch sagen, der ist ungefähr bei einem dreht sich schon. Aber mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt dieses Gamepad hier integriert ist ins Spiel. wie gut sich das anfühlt. Ich habe jetzt vorher auch noch kein Zombie gespielt oder so. Das ist jetzt nach Nintendo Land und Super Mario mein drittes Wii U Spiel. Monster Hunter hatte ich erst überlegt zu kaufen, habe es dann doch nicht gekauft, weil ich da von der Wii-Version überhaupt keinen Fortschritt gesehen habe. Und die Wii-Version habe ich. Und die habe ich auch nur, angespielt ein paar Stunden. Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Kopf. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Sauber. Und
Was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Schnickschnack! Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Ja, neue Gesichter und alte Widersacher. Sauber. So, jetzt kriegen wir hier vielleicht mal ein bisschen was erklärt. Das sind Legosteine zum Einsammeln, da steht ein Polizeiauto. Genau. Da müssen wir einsteigen. Mit dem rechten Stick können wir uns umschauen. Und mit dem linken laufen. Okay, ja, so habe ich es mitbekommen. Jetzt laufe ich mal natürlich gleich mal in die verkehrte Richtung. Aber wenn ich da schon mal da bin, das kann man gleich mal probieren. Ach ja, doch, da ist auch ein Springknopf. Ach, eingesammelt. Das kann man alles einsammeln. Ich bin hier noch alles einsammeln, alles einsammeln. Komme ich da hoch irgendwie? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wa? Also, der Knopf war zum Springen da. Jetzt komme ich da wahrscheinlich hin. Man kann, so viel weiß ich ja schon, im Spiel dann verschiedene Uniformen oder sonst Sachen zum Verkleiden finden. Okay, mit den Knöpfen muss ich jetzt gerade noch ein bisschen zurechtkommen erst. Jetzt haue ich erstmal alles kurz und klein, bevor ich hier... Warte mal, kann ich auch kaputt machen. Wenn ich es nicht runterwerfen würde, hätte ich es sogar einsammeln können. Das auch? Nee. Aber das da. Alles, was nach Lego aussieht, kann man zerstören. Okay, wenn ich mal nicht im Bild bin, wird es auch irgendwie angezeigt. Na super. Kann man auch zerstören. Muss man nur einmal dagegen hauen. Also bei Lego Herr der Ringe muss man nur 10-mal gegen so ein Ding hauen, bevor irgendwas passiert. So, die Lego-Steine sammeln wir alle ein, die werden wir... Oh, das ist ein Stein. Das ist ein Reifen. Naja, den kann man zum Beispiel... Da braucht man mehr versuchen. Ach ne. Okay, das war jetzt erstmal genug Steine. Ich glaube, Lego-Steine werden wir noch einen ganzen Haufen einsammeln. Lassen wir also mal. Seite, was ist das da? Die Telefonzelle ist ja geil. Also gut, jetzt habe ich ja gar nicht geguckt, wann ich hier angefangen habe aufzunehmen. Eine Sekunde. Okay. Muss mal schauen, dass ich die Folgen so einigermaßen gleich lang mache. So, mit X steige ich in das Auto ein. Renn in die Karre. Und jetzt? Wie fahre ich denn? Gibt mir jemand, sagt mir mal, wie ich Gas gebe? Oh. Da. Ich habe gleich mal... Okay, A ist zurück. Ah ja, B ist zurückfahren. A ist vorwärts. Okay. Nehmen wir mal den schönen Stammchen nach hier. Gibt's hier noch jetzt von links? Stimmt, ja, aber ich bin davon blöd. B. Zum Bremsen. Okay, jetzt. Lenke mit. Ja, jetzt sagt er mir Lenke mit dem linken Stick. Das ist auch geil. Wow. Ein Stück weit gefahren. Ich will mal keinen Unfall bauen. Also noch nicht. Ja, wird früh genug. Die Steuerung hier ist wirklich ein bisschen schwierig. Boah, ich bin ja voll umgetriftet hier. Hey! Ich bin ein Lego-Männchen, ich werfe gegen die Straße.
Und der Turbo war... Ah ja, das war die Sirene hier. Chase McCain im Einsatz! Also noch nicht, aber auf dem Weg. Die Oma. Geht sicher gut. Lass mich durch da. Upsi. Da muss ich rein. Dankeschön. Dankeschön. Chase McCain. Der nächste Ladebalken. Bis dahin erstmal ziemlich spaßig. Noch nicht viel passiert, aber wird noch hoffentlich. Wird ja noch. Ich hoffe, die Musik aus dem Intro vorhin macht mir kein Problem bei YouTube. Von wegen Rechte und so. Boah. Hey! Brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dumby hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre. Ich warte drinnen. Auf dich. Okay. Okay, Frank Honey. Das wird nix. Also gut. Frank Honey. Oh, sind wir schon drin? Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig! Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Rex. Rex. So, jetzt müssen wir uns hier von Frank Honey mal ein bisschen rumfummeln. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Frank. Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Ja, so ein Hammer hilft immer. So, baue ich ihn halt mal wieder zusammen, denn ich bin Chase McKay. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabregelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern? Ja, Computern. Zeit für den Keller! Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren? Okay. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge.
Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dandy, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Ja, Uniform. Ach, scheint ja. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Nochmal. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Oh. Ja. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Glaube ich. Sieh in diesen Kisten nach. Okay, wie schaue ich in die Kisten? Okay, ich breche die auseinander. So. Machen wir erstmal alles kaputt. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Ja, so ist das halt. Aber wenn alles so schnell gehen würde wie hier, das Zusammenbauen, ohne Anleitung. Komm, lass mich durch. Okay. Da gehen wir jetzt drauf. Nur nicht. Okay, das kenne ich so von Lego. Ja. Und die lege ich jetzt an mit X, genau. Halt X gedrückt, dann kann ich mich jetzt hier durchwählen. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Okay, so kann ich auch schneller wechseln. Ja. Okay, I see. Okay, ist mit der Sprungtaste. Das ist die Sprungtaste. Ausgabe. Oh, mit Knöpfen bin ich noch nicht ganz firm. Komm her! Ja, ich komme ja. Bin schon da. Ellie! Komm, Ellie. Bist du da? Bist du das, Frank, Ellie? Honey? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie Phillips. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja.
Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Okay, bauen wir mal unsere Verbindung zu Ellie auf. Komm, Ellie, ab in den Aufzug! Das sind ja hier überall. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt werden wir hier mal die Folge beenden und dann geht's oben auch direkt weiter.